Hallöchen und ganz herzlich willkommen zurück im Microsoft Flight Simulator. Heute mit dem zweiten Teil der Fly-by-Wire A380 Tutorial-Reihe. Und nachdem wir uns im ersten Teil schon ausführlich angeguckt haben, wie wir dieses Flugzeug überhaupt erstmal starten, wie wir unsere Flugvorbereitungen machen und letztlich alles für den Pushback vorbereiten, geht es heute an genau dieser Stelle weiter. Das heißt, wir werden uns jetzt angucken, wie machen wir alles ready für den Pushback, wie starten wir unsere Triebwerke und wie kommen wir dann letztlich zur Startbahn und machen unseren Takeoff. Natürlich würde vor jedem Flug auch nochmal ein Outside-Check gemacht werden. Den haben wir jetzt mal gekonnt übersprungen. Hätte normalerweise auch der Kollege gemacht, der Pilot Monitoring ist. Der hat uns also gesagt, mit dem Flieger ist alles okay. Ich habe auch im ersten Teil schon gesagt, nehmt euch gerne mal die Zeit, geht in Ruhe um den Flieger. Es gibt viele sehr, sehr coole Details zu entdecken. Aber wir wollen uns ja ums Fliegen heute kümmern. Deswegen hüpfen wir zurück ins Cockpit und legen direkt los mit den Before-Push-Vorbereitungen. Gut, wir sind im Cockpit angekommen und wenn ihr den ersten Teil gesehen habt, dann wisst ihr ja, wir hängen aktuell noch an unseren Ground Power Units und um die jetzt erstmal loszubekommen, gehen wir ins Override Panel, schalten wie gewohnt unsere APU ein, dazu geht zuerst der Master Switch hier auf On und dann 3 Sekunden später drücken wir hier einmal den Start Button, dann sollte unsere APU auch starten. Ihr seht hier unten, das schlaue System Display macht uns automatisch die APU Page auf. Dann können wir nämlich jetzt hier zugucken, wie die EGT und die N2 zunächst ansteigen, also unsere Abgastemperatur und die hintere Welle im Triebwerk, beziehungsweise in der APU und dann letztlich auch die vordere Welle. Die Klappe der APU ist auch offen und hier sehen wir ansonsten auch die Informationen, die wir aus dem A320 schon kennen. Das heißt einmal die Total Air Temperature und die Static Air Temperature, unsere Uhrzeit und was auch ganz cool ist, unser Grossweight CG, 36,4 haben wir ja vorhin eingegeben. Und der Fuel on Board von 36 Tonnen. Jetzt seht ihr, wir haben zwei APU-Generatoren, Generator A, Generator B. Die sind jetzt beide available. Das heißt, wir sind nicht mehr auf die Ground Power Units angewiesen, können die dann einmal disconnecten. Und jetzt können wir auch die APU Bleed mit dazu schalten und hier die beiden Ventilation-Knöpfe wieder auf On stellen. Jetzt reicht es aber natürlich nicht, einfach nur die Ground Power zu disconnecten, sondern wir müssen auch einmal hier runter gehen, müssen hier wieder auf die Ground Service Seite gehen und hier auch einmal das Stromaggregat wegmachen. Wir können auch die vordere Tür schon mal schließen. Gäste sind jetzt alle eingestiegen. Und dann lesen wir schon mal unsere erste Checkliste. Dazu klicken wir hier auf Checklist. Und dann seht ihr hier die Checklisten einmal der Reihe nach vorgeschlagen. Wenn wir jetzt hier durch navigieren wollen, können wir das mit den Pfeilen machen. Wir bleiben aber erstmal bei der Cockpit Preparation Checklist, bestätigen das Ganze mit dem Haken hier und lesen die Cockpit Preparation Checklist. Cockpit Preparation, Gear Pins and Covers sind removed. Fuel Quantity, dazu können wir hier einmal auf die Fuel Page gehen und dann sehen wir, wir haben einen Fuel von 36.000 Kilogramm und wir sehen vor allem auch, dass der symmetrisch verteilt ist. Also auch balanced. Baro Reference QNH 1013 haben wir auf allen drei gesetzt. Und damit ist die Cockpit Preparation Checklist complete. Wichtig am Schluss, das Checklist complete auch noch einmal abhaken. Damit ist die Checkliste dann nämlich offiziell abgeschlossen und verschwindet dann auch hier aus dem Display wieder. Jetzt wollen wir den Flieger für den Pushback vorbereiten. Das heißt, wir gehen einmal ins Overhead Panel. Wir schalten hier die ganzen Fuel Pumps einmal ein. Auch wenn wir die teilweise heute nicht brauchen werden. Wir schalten trotzdem immer alle an, beziehungsweise auf Auto hier im Airbus. Dann schalten wir das Beacon Light mit an. Sagen GSX einmal, dass wir ready für den Pushback sind. Und dann können wir unsere nächste Checkliste lesen, nämlich die Before Start Checklist. Before Start, Parking Brake ist on, beziehungsweise set. Takeoff Speeds and Thrust steht jetzt hier einfach nur checked. Wir gucken aber einfach sicherheitshalber nochmal hier in die Performance-Seite rein. V1 137, VR 144, V2 149er und Flex 66. Können wir abhaken und dann ist die Before Start Checklist complete. Gut, dann connectet sich jetzt einmal der Pusher. Wir könnten hier ansonsten jetzt noch die Taxicam mit draufschalten. Die funktioniert jetzt hier halt leider noch nicht. Das heißt, wir müssen das Ganze ohne machen. Und
dann sind wir ready für den Pushback. Dass der Pusher connected ist, erkennen wir übrigens auch daran, dass wir hier jetzt davor schon die Meldung No Speed Steering Disconnect bekommen. Das heißt, da wird dann so ein Pin ins Fahrwerk eingesteckt und der sorgt quasi dafür, dass der Pusher, wenn er uns gleich nach links oder nach rechts schiebt, nicht gegen die Hydraulik des Flugzeuges ankämpft und die dann letztlich kaputt machen würde. Und dann wird unser Flieger jetzt einmal angehoben. Ihr seht es hier vorne, die Nase geht hoch. Und dann wählen wir gleich einmal aus, dass wir mit der Nase in Richtung Norden gucken möchten. Das heißt, Nase von uns aus gesehen nach rechts und das Heck von uns aus gesehen nach links. Und dann können wir die Parkbremse lösen. Selbstverständlich haben wir unsere Clearance jetzt schon geholt. Was wir jetzt einmal noch machen können, weil wir die Clearance jetzt nicht wirklich geholt haben, hier den Squawk einstellen. Den würde ich jetzt einfach mal auf 1000 stellen. Und bevor wir uns irgendwo bewegen, ist es auch immer ratsam, hier einmal noch auf die Surveillance-Seite zu gehen, den Transponder auf Auto zu stellen, dass wir dann beim Lotsen auch vernünftig angezeigt werden. Und für Stickers möchten wir später dann einen Buff haben. Das wählen wir noch einmal fix aus. Und dann sind wir good to go. Wir lösen die Parkbremse, können hier übrigens auch die Fuelpage wieder deselecten und dann können wir gleich mit dem Triebwerkstart beginnen. Normalerweise wartet man immer so ein bisschen, bis einem der Groundlotse Bescheid sagt. Zumindest über diese ganzen Fahrstraßen sollte man mit dem Push einmal hinweg sein, bevor man irgendwelche Triebwerke startet und da doch noch ein Auto durchrollt und dann den Jetblast mitnimmt. Oder hier noch irgendwelche Container in der Nähe stehen, wie in dem Fall. Deswegen, wir warten mal, bis wir hinter dieser weißen Linie sind. Und dann starten wir unsere Triebwerke. Wir können im A380 immer zwei Triebwerke gleichzeitig starten. In unserem Fall starten wir also das Triebwerk Nummer 1 und 2, die beiden auf der linken Seite zuerst. Und wenn die dann laufen, starten wir die Triebwerke 3 und 4. So, Linie haben wir passiert. Wunderbar. Dann gehen wir einmal ins Overhead Panel. Der Engine Start Switch geht auf Ignition Start. Kennen wir aus dem 320 auch schon, nur hier ist er halt hier oben verbaut. Dann gucken wir jetzt hier runter, sehen auch keine Amber Crosses mehr irgendwo. Das heißt, wir können die Triebwerke starten. Engine 1 and 2 start. Dann seht ihr jetzt schon, die N3 und die N2, die drehen schon hoch, während es aber aktuell noch keinen Fuel Flow gibt. Das heißt, die werden erstmal so ein bisschen angedreht, dann irgendwann wird Treibstoff eingespritzt, das Ganze wird gezündet mit der Ignition A, habt ihr hier unten gerade gesehen. Jetzt ist auch der Fuel Flow da, Druck ist entsprechend da, Öldruck steigt an und das schaut alles so aus, wie es ausschauen soll. Während das Flugzeug jetzt seine Triebwerke startet, vielleicht ganz kurz, um die Frage noch vorwegzunehmen, zur Performance kann ich aktuell noch nicht so viel sagen. Erstens ist das mein allererster Flug mit dem Flieger, das heißt, die große Erfahrung damit habe ich auch noch nicht. Zweitens, das Ganze ist noch in einer Alpha-Stage, das heißt, wir können noch nicht wirklich sagen, was da, wenn das ein fertiges Produkt dann ist, am Ende bei rauskommt. Und drittens habe ich auch einen relativ starken Computer, der wiederum dafür sorgt, dass es ohnehin gerade auch hier mit dem Fly-by-Wire 380 gut läuft. Mein erster Eindruck aber auf jeden Fall, dass es ein hungriger Flieger ist, was die FPS angeht. Ihr müsst es aber bei euch einfach ausprobieren. Kostet ja auch nichts. Das heißt, ladet immer runter, probiert es mal aus und schaut mal, wie bei euch die Performance ist und lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Unser Pushback ist beendet. Das heißt, wir können hier einmal runtergehen, die Parkbremse setzen und die beiden linken Triebwerke laufen. Dann machen wir Engine 3 and 4 Start. Gut, ihr seht da vorne die Dame laufen, die hat jetzt den Pin einmal rausgezogen, den hält sie jetzt noch kurz hoch, um uns zu zeigen, dass der auch wirklich draußen ist. Das ist unser Freizeichen. Gleichzeitig checken wir jetzt einmal hier drüben noch, dass die Meldung, die wir eben gesehen haben, auch verschwunden ist. Unten der Flieger macht automatisch die Wheelpage auf und ihr seht auch, alle vier Triebwerke laufen ganz normal. Jetzt können wir wieder ins Overhead Panel gehen, können einmal den Engine Start Switch wieder auf Norm stellen, die APU Bleed und die APU ausschalten. Und jetzt unseren Afterstart Flow einmal fertig machen. Normalerweise im A380 und auch im A350 setzt sich der Trim für den Takeoff nach dem Engine Start oder nach dem ersten Triebwerkstart automatisch. Das kann der Fly-by-Wire zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht, würde er bestimmt aber irgendwann können. Deswegen müssen wir das jetzt aktuell noch manuell machen.
Links in Orange seht ihr unseren aktuellen Wert. Den passe ich jetzt einmal an auf den vorher ausgerechneten Wert von 36,4, der eigentlich da auch rechts stehen sollte. Und dann seht ihr jetzt auch, ist die Trimmung grün geworden. Jetzt sind wir also in dem Bereich, in dem es für den Flieger in Ordnung ist. Und dann wählen wir jetzt hier die 36,4%. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir hier noch einmal durch das Center Pedestal hier unten. Wir armen einmal die Ground Spoiler, drücken beim Rudder Trim auf Reset und setzen die Flaps, wie vorhin schon gesagt, auf Position 1. Hier unten ist übrigens auch nochmal der Knopf für den Pitch Trim, falls ihr den nicht irgendwo anders schon belegt habt. Und dann seht ihr jetzt hier auf dem Primary Flight Display auch die Flaps, wie sie ausfahren. Blau heißt immer, sie fahren gerade, und wenn sie dann grün sind, dann sind sie da, wo sie sein sollen. Sonst checken wir jetzt nochmal hier im Display, im Engine Warning Display, dass hier nichts ansonsten an Fehlern angezeigt wird. Das schaut soweit aber gut aus. Und dann gehen wir auf die Flight Control Seite, um unseren Stick einmal zu überprüfen und schauen, ob der so funktioniert, wie er es soll. Full up, full down, neutral, full left, full right, neutral und unser Rudder hier oben noch, full left, full right, neutral. Das Ganze würde der erste Offizier jetzt auch nochmal machen mit seinem Stick, die sind ja unabhängig voneinander. Das sparen wir uns jetzt aber einmal und dann können wir unsere After Start Checklist lesen. After Start, NTIs, wir haben es 15 Grad, brauchen wir also nicht, NTIs ist off und damit ist die After Start Checklist complete. Hier unten die Flight Control Seite können wir noch einmal wegmachen, da kann der Flieger sich nämlich selber wieder eine Seite aussuchen. Und dann würden wir jetzt einmal unsere Taxi-Clearance holen. Ich zeige euch das Ganze nochmal kurz auf der Karte, was wir jetzt vorhaben. Wir haben also unseren Pushback gemacht, so wie geplant, mit Nase in Richtung Norden. Und dann werden wir jetzt gleich, seht ihr hier auf der Restriction-Karte, auf dem Taxiway Delta von hier unten einmal geradeaus Richtung Norden rollen, dann rechtsrum auf den Taxiway Bravo abbiegen und dann über Bravo einmal eine Flughafenrundfahrt machen, bis der Taxiweg Bravo dann hier so eine Rechtskurve macht. Da biegen wir dann links ab am Wegpunkt Titan vorbei. Da gibt es so Holding Points hier in London, die heißen halt immer so wie Titan oder Loki. Und dann biegen wir hier ab und rollen zum Alpha One Holding Point für die 27 Right. Clear Left Side, Clear Right Side. Und wenn ihr dieses Problem mit dem Ruckel habt, dass die Kamera so hin und her wackelt, dann kleiner Tipp, müsst ihr einmal kurz in den Fenstermodus wechseln mit der Tastenkombination Alt und Enter. Dann könnt ihr wieder in Vollbild mit Alt Enter zurückgehen und dann sollte das Problem behoben sein. Das passiert manchmal, wenn der Arbeitsspeicher so ein bisschen vollläuft. Und dann können wir jetzt unsere Lichterchen anmachen, dass auch alle wissen, dass wir los wollen. Lösen die Parkbremse und wenn wir die Clearance erhalten haben, schieben wir ein bisschen Power rein und machen uns auf den Weg hier jetzt erstmal in Richtung Norden. Und dann wollen wir, wie gesagt, die erste Möglichkeit dann da vorne nach rechts abbiegen. Hier auf dem OANS können wir auch nochmal sehen, wir sind auf dem Taxiway Delta, sind also richtig unterwegs. Und jetzt folgen wir hier dem Taxiweg Delta eben, bis wir vorne dann auf den Taxiway Bravo treffen. Ansonsten mit dem A380 auch immer schön gemächlich rollen, also nicht zu schnell, gerade auch hier im Apron-Bereich dürfen wir nicht allzu schnell rollen. Und was wir jetzt eben vergessen haben, wir müssen natürlich gleich mal testen, ob unsere Bremsen funktionieren, also einen sogenannten Brake-Check machen. Und dazu haben wir hier drüben den Indicator, den kennt ihr auch schon aus dem A320. Wir treten also einmal in die Pedale. Die Nadeln bewegen sich nicht, also greift nicht das Alternate Braking. Links ist frei, rechts ist auch frei, dann können wir da problemlos abbiegen und jetzt schön gemächlich und langsam um die Kurve rollen. Das Flugzeug kann beim Takeoff bis zu 560 Tonnen wiegen und im Vergleich zu 560 Tonnen ist unser Nose Gear winzig. Das heißt, wenn wir mit ordentlich Power und Schwung hier in die Kurve rollen und unser Nose Wheel voll nach rechts ausschlagen, dann ist das dem Flugzeug relativ egal, dass das Nose Wheel gerne nach rechts möchte. Dann schiebt das Flugzeug weiter geradeaus und wir rutschen über das Nose Gear, machen die Reifen kaputt und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen immer schön langsam um die Kurven rollen, dann ist das auch überhaupt kein Problem, ist halt nun mal eine dicke Bertha, deswegen schön gemächlich. Dann seht ihr auf dem ICAM haben wir hier noch unsere ICAM Actions für den Takeoff.
Wir haben noch einmal die Autobrake, die wir auf RTO stellen müssen. Das Ganze machen wir aber nicht hier drüben über den Drehschalter. Da tatsächlich nur die Autobrake für die Landungen. Sondern wir haben links davon einen Knopf, den drücken wir einmal. Dann seht ihr, Autobrake RTO wird grün. Und wir machen noch den Takeoff-Config-Test. Dazu hier unten einmal den Button drücken und schon ist hier alles grün. Und wir sind ready und können die Taxi-Checklist lesen. Taxi, Flight Controls sind gecheckt. Flap-Setting haben wir gesagt, Config 1 plus F. Das war auch so geplant, haben wir hier unten gesetzt. Und wir können das Ganze auch hier im Multifunction-Display nochmal auf der Performance-Seite abgleichen, dass wir auch wirklich mit Config 1 plus F hier gerechnet haben. Und wir sehen, Flaps 1 steht auch hier drin. Wunderbar. Das heißt, Flap-Setting Config 1 plus F passt. Radar würden wir jetzt auf On stellen, wenn es denn funktionieren würde. Haken wir jetzt aber so einfach mal mit ab. Und damit ist die Taxi-Checklist komplett. Was ich auch immer jetzt noch mache, ist, ich schalte mir hier einmal wieder die Surveillance-Seite drauf, dass ich dann einfach später dran denke, das TCAS mit dem Lineup dann noch auf die ARA zu stellen. Und wie gesagt, hier würden wir das Radar noch einschalten, wenn es denn funktionieren würde. Und ja, dann spulen wir jetzt einfach ein bisschen vor. Da müsst ihr euch nicht das elendige Taxi anschauen und wir sehen uns gleich wieder an der Startbahn. So, hier vor uns seht ihr jetzt den Holding Point Titan. Wir haben es also fast geschafft. Wir sind gleich am Holding Point für die Bahn 27 rechts hier in Heathrow. Und gerade wenn man ein längeres Taxi-Out hat, macht es auf jeden Fall Sinn, sich jetzt vor dem Takeoff nochmal in das Gewissen zu rufen oder in den Kopf zu rufen, was man da denn jetzt eigentlich gleich vorhat, weil er dann doch gerade auch mit viel Traffic und wenn ATC noch immer was möchte, dann schnell auch das, was man vorhin mal besprochen hat, wieder vergessen ist. Und deswegen nochmal kurz zur Wiederholung. Wir starten auf der 27 rechts. Start ist unkritisch. Wir können bis V1, bis zur Entscheidungsgeschwindigkeit, also den Start jederzeit abbrechen. Sollten wir schon zu schnell sein, fliegen wir erstmal geradeaus weiter. Dann steigen wir auf 3000 Fuß. Wir können entweder links rum oder rechts rum Radarvektoren akzeptieren für ein Return. Dann hier nach London Heathrow. Wir sind ja auch unter dem Max Landing Weight, können also jederzeit, egal auch mit welchem Fehler, wenn es schnell gehen muss, wieder landen. Oder wir können auch irgendwo ins Holding gehen, haben ja genügend Sprit dabei und dann in Ruhe erstmal den Fehler bearbeiten. Ansonsten fliegen wir ganz normal unsere Deadling Departure, haben wir schon durchgesprochen, geradeaus 2 Meilen, dann links herum erstmal und die erste Höhe sind 6000 Fuß. Dann haben wir jetzt linker Hand unsere Runway. Jetzt müssen wir vor dem Takeoff aber dran denken, dass wir aus diesem Plan Mode oder aus diesem OANS Mode wieder rausgehen. Dass wir dann nämlich auch unser Routing für den Takeoff oder nach dem Takeoff angezeigt bekommen. Dazu jetzt einfach wieder hier rauszoomen, so lange bis die Airport Map verschwindet. Leckt noch ganz kurz, aber dann sind wir wieder da, wo wir eigentlich sein wollten. In unserem Fall halten wir jetzt mal an der 27 rechts an und machen alle Items, die wir sonst vor dem Takeoff jetzt immer machen müssen. Je nachdem, wie wir es berechnet haben, könnten wir jetzt einmal noch die Packs, entweder alle oder nur manche der Packs, hier dann ausschalten. Entweder eins oder zwei oder halt in unserem Fall gar keins. Dann machen wir zum Lineup einmal die Strobe Lights an. Wir machen unsere Landing Lights an. Das Nose Light geht auf Takeoff. Wir gucken nochmal hier, im IK Memo steht nichts drinnen. Dann geht unser TCAS an. Dann seht ihr die Meldung, TCAS Standby verschwindet hier auch. Spätestens jetzt könnten wir alles an Radaren auch noch einschalten, was wir brauchen. Und dann lesen wir unsere Lineup-Checklist. Lineup, Takeoff Runway. Können wir nochmal ganz kurz hier auf dem Schild bestätigen. Runway 27 right, Intersection Alpha 1 ist confirmed. Genau da wollten wir auch hin. Cabin Crew is advised, die wissen Bescheid. PAX 1 and 2 sind on, so haben wir es gerechnet. Und damit ist die Lineup-Checklist complete. Jetzt würden wir natürlich einmal die Freigabe vom Lotsen abwarten. Der hat uns das gesagt. Lineup and wait 27 right. Das heißt, wir gucken einmal, dass im Approach-Sektor gerade nichts anfliegt. In Heathrow ist es so, dass auf einer Bahn immer gestartet und auf der anderen immer gelandet wird. Das heißt, im Anflug sollte jetzt hier auch gar keiner sein. Und im Departure-Sektor ist auch alles frei. Das heißt, wir können problemlos auf die Bahn rollen und uns dann schon mal mental anschauen.
auf unseren ersten Takeoff hier im A380 vorbereiten. Auch beim Lineup wieder bedenken, wir haben ein sehr langes Flugzeug, das heißt, ruhig ein bisschen Oversteering machen, wie auch in der 777, mal über die Centerline ein Stückchen hinausrollen, wirklich erst dann in die Kurve gehen, dass wir den Flieger am Ende schön gerade auf der Centerline stehen haben und nicht irgendwie schief auf der Centerline anstehen. Dann haben wir jetzt simulated unsere Takeoff Clearance vom Lotsen erhalten, dann können wir unsere Uhr hier unten starten den Chrono für den Fall, dass uns ein Triebwerk ausfällt, dass wir die Zeit dann gestoppt haben und dann geht's los. 50% Stick, Half Forward und dann 70% und Flex. Man Flex 66, SAS Runway All Thrust Blue, Thrust Z. 100 Knots, Stick auf Neutral und ihr seht, mit so einem leichten Flieger hat das Ding ordentlich Power. V1 und Rotate. Schön gemütlich ziehen, nicht zu doll. Und dann haben wir Positive Climb, Gear Up und Nav. Dann fliegen wir jetzt erstmal schön unserem Flight Director hinterher. Das heißt, lateral unserem Nav Mode und vertikal dem SAS Mode, dem Speed Reference System. Das führt uns jetzt bis zur Acceleration. Und dann reduzieren wir auf Climb Thrust und dann haben wir Thrust Climb, Climb, Alt Blue und Out Thrust. So, dann kommt jetzt jeden Moment der Punkt von 2 Meilen London. Flaps 0, Speed Checked, Flaps 0. Ihr seht, wir haben immer noch ordentlich Power. Und dann haben wir jetzt die 2 Meilen und es geht links herum. Einfach schön im Flight Director hinterher. Und dann steigen wir erstmal auf 6000 Fuß. Jetzt auch dran denken, die Packs wieder einzuschalten. Die Lichter an den Fahrwerken können wir schon mal ausschalten. Ground Spoiler werden disarmed. Und dann steigen wir jetzt hier schön aus London erstmal heraus. Gucken, dass wir dann gleich schön die 250 Knoten auch halten. Und normalerweise würden wir jetzt uns auf den Level-Off schon vorbereiten. Ihr seht auch, der Flieger möchte schon machen als Speed als Star. Da wir jetzt aber weiter steigen können, weil eh keiner online ist, drehen wir schon mal 21.000 Fuß ein und haben Thrust Climb, Open Climb, Alt Blue, 21.000 Feet. Vielleicht merkt ihr auch schon, so richtig schön fliegt er die Departure noch nicht ab. Aber auch das ist überhaupt kein Problem. Wir sind ja noch in der Alpha-Version hier unterwegs, also gar kein Thema. Und Set Standard, Standard Cross-Check Passing Level 7-2 Now. Ja, und ihr merkt vielleicht, der Flieger hat wirklich ein bisschen sehr viel Power. Also ich glaube, der A380 hat zwar schon viel, aber nicht gar so viel, sagen ja auch die Entwickler selber. Das kann also sein, dass sich das im Laufe der Zeit jetzt noch ein bisschen ändert, wenn die Werte da entsprechend angepasst werden. Sehr gut, dann bringen wir den Flieger jetzt auf den Track, auf den er sein möchte. Wir sind über 10.000 Fuß, das heißt, wir können auch die Nase runternehmen, den Flieger beschleunigen lassen. Und dann nehmen wir den Autopiloten mit dazu, Autopilot 1. Dann kann der sich ums Fliegen kümmern. Und wir können über 10.000 Fuß die Landing Lights noch einmal ausschalten. Die Seatbelts lassen wir noch für einen Moment an, weil die Pitch noch sehr hoch ist. Wenn jetzt die Trolleys aufgebaut werden würden, dann würde das alles durch die Kabine rollen und das wäre relativ gefährlich. Deswegen lassen wir das einmal für den Moment. Und dann gucken wir einmal in die Checklisten. Da haben wir nur noch die Departure Change Checklist. Die haken wir jetzt einfach nur mal ganz kurz ab, dass sie später nicht mehr da ist. Und dann würden wir jetzt auch einen Secondary Flight Plan wieder überschreiben, den Quick Return und so weiter. Ihr kennt das, Fix Info Löschen haben wir ja alles heute nicht. Und dann steigen wir jetzt gemütlich in Richtung Reiseflughöhe. Lotse hat uns direkt auch die Clearance gegeben, weiter durchzusteigen. Das heißt, wir drehen Level 390 ein. Flight Level 390 haben wir da stehen. Und dann steigen wir jetzt gemütlich in Richtung Reiseflughöhe.
Mit diesem wunderschönen Ausblick auf die Themse und der Stadt London im Hintergrund soll es das für den zweiten Teil dieser Tutorial-Reihe gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für euch mit dabei. Ich hoffe, ihr könnt jetzt selbst auch einen Takeoff im A380 durchführen. Wenn noch was unklar ist, wenn ihr noch Fragen habt, zögert nicht, immer gerne in die Kommentare damit, genauso wie wenn ihr noch Vorschläge habt, was man vielleicht noch machen kann, was ich jetzt noch nicht gemacht habe. Und dann sehen wir uns sehr, sehr gerne im dritten und letzten Teil der Tutorial-Reihe wieder, wenn wir uns dann im Reiseflug befinden und uns dann für die Landung in Frankfurt vorbereiten und die dann letztlich auch durchführen. Wenn ihr möchtet, auch Like und Abo nicht vergessen und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, viel Spaß beim Nachfliegen und wie immer, always, happy landings!